Willkommen zur Mai-Ausgabe von Tiebreak, dem Videomagazin des Deutschen Tennisbundes. Wir sind zu Gast beim Nürnberger Versicherungscup. Ich freue mich sehr, dass Annalena Friedsam sich ein bisschen Zeit genommen hat. Hallo, ja, Anna. Ich freue mich auch. Nur das mit dem Wetter haben wir ein bisschen anders geplant. Das war heute ein ziemlich nerviger Tag, glaube ich, oder? Ja, wir sind schon relativ früh aufgestanden. Wir konnten uns zum Glück noch einschlagen heute Morgen. Da sah es ja noch ganz gut aus, aber ja, mein Match hat leider nicht mehr stattgefunden heute. Ein weiteres Match auf deiner Comeback-Tour nach längerer Verletzungspause. Wie geht's dir im Moment? Ja, im Moment geht's mir echt gut. Ich bin froh, so hochklassige Turniere wieder spielen zu können. Und ich merke richtig, wie ich von Turnier zu Turnier zu alter Stärke auch wieder finde. Erzähl mal den Tennisfans, die nicht ganz so nah dran sind, deine Geschichte, deine Verletzungshistorie. Ja, ich hatte im Dezember 2016 meine erste Schulter-OP, letztes Jahr im April dann die zweite. Aber man kann eigentlich sagen, dass ich seit Wimbledon 2016 ziemliche Schulterprobleme hatte und auch nicht wirklich spielen konnte. Ja, das hat halt insgesamt jetzt sehr lange gedauert, aber ich denke, jetzt ist alles wieder in Ordnung und ist für mich jetzt dann auch abgeschlossen. Was war, doch noch einmal zurückblickend, das Schwierigste in dieser Zeit für dich? Ja, in erster Linie meinen geliebten Tennissport nicht ausüben zu können. Auch das Tourleben hier, auch der Wettkampf einfach, das liebe ich. Und das war für mich das Härteste. Man muss sich ja dann, kann ich mir vorstellen, so einer Zeit auch ein bisschen neu organisieren. Man hat unglaublich viel mehr Zeit zur Verfügung als vorher. Was hast du damit gemacht? Ja, also so viel mehr Zeit hat man auch nicht, weil man sehr viel Zeit wirklich in Physio-Aufbautraining investieren muss, was natürlich ja sehr hart und zäh auch für mich war, weil es nicht immer Spaß ist. Aber sonst, klar, hat es ja natürlich auch ein bisschen mehr Vorteile. Ich konnte mich verabreden, konnte vielleicht auch schöne Urlaube planen und diese Vorteile habe ich dann sozusagen genutzt. Jetzt bist du gerade auf dem Weg zurück. Es gibt ja, also gut, erstmal Siege feiern ist klar, aber verschiedene Möglichkeiten, welche Turniere man spielt, Wildcards wie hier in Nürnberg. Es gibt auch das Protected Ranking, das vielleicht nicht jedem was sagt. Erzähl mal kurz, wie funktioniert das? Also ich habe das Ranking, was ich vor meiner Verletzung hatte, das wird sozusagen eingefroren. Das ist in dem Fall jetzt Position 50. Und das darf ich für insgesamt 12 Turniere benutzen. Also ich habe jetzt noch ein paar übrig. Und das ermöglicht halt gerade auf der Damentour Spielerinnen, die lange verletzt sind oder eventuell ein Kind bekommen, auch wieder zurückzukommen. Und das nutzt man dann natürlich für die etwas größeren Turniere. Bei kleineren Veranstaltungen, gerade in Deutschland, gibt es dann die Wildcards. Wir wollen uns mal beispielhaft so ein Turnier angucken. Da wird nämlich großartige Arbeit geliefert, auch Challenger Circuit. Wir waren nämlich zu Gast beim Neckar Cup in Heilbronn. Lass uns noch mal kurz zurückkommen auf deine Verletzungspause. Hättest du Tipps für jüngere Spielerinnen, wie man mit so etwas umgehen kann? Oder ist das wirklich extrem individuell? Ja, es ist in erster Linie schon sehr individuell. Ich meine, bei mir war es ja auch wirklich eine extreme Verletzungszeit von 2x9 Monaten sozusagen nach der OP. Aber ich denke, was vor allem sehr wichtig ist, dass man ein gutes Umfeld hat, das auch die Ruhe bewahrt, dass man Freunde hat, auch in solch einer Zeit, eine gute Familie. In dieser Zeit steht nun mal nicht das Tennis im Fokus. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich die Zeit mit anderen schönen Dingen des Lebens verteilt sozusagen. Jetzt bist du ja noch sehr jung, aber wie präsent ist vielleicht an dem einen oder anderen Tag während so einer Zeit auch mal der Gedanke an die Zeit nach der Karriere? Was könnte ich sonst noch machen außer Tennis spielen? Also diese Phasen gab es auf alle Fälle auch. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Ich meine, nach der zweiten OP wusste ich auch nicht genau, wo stehe ich jetzt, werde ich es nochmal zurückschaffen. Aber für mich stand nie außer Frage, es nochmal zu probieren. Jetzt bin ich wieder hier und hoffe, dass es jetzt auch so weitergeht. Du hast den familiären Rückhalt schon angesprochen, sind ja auch sehr häufig bei den Matches dabei. Ich glaube, dein Bruder hat dich auch mal so ein bisschen
trainiert, kann man das so sagen? Nee, trainiert jetzt nicht, aber wir sind halt beide sehr sportbegeistert und da wurde auch keine Rücksicht genommen früher, als wir Fußball gespielt haben und deswegen bin ich da, denke ich, schon durch eine harte Schule gegangen. Welche Erinnerung hast du an deinen ersten Trainer oder deine erste Trainerin? Ja, sehr positive. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mal eine Übung besonders gern gespielt hatte. Das ist ja dann eher noch auf Club-Ebene, dieses Training. Und da wird eher noch gefragt, ja, was möchtest du spielen? Und wer war da der Trainer? Das will ich auch mal lobend erwähnen in dem Zusammenhang. Sascha Berkau hieß der damals, genau. Und ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Warum ich darauf zu sprechen komme, wir wollen jetzt uns nämlich ein bisschen informieren über die Vereinstrainerin des Jahres. Die haben wir nämlich besucht in Freiburg im Breisgau. Was ist für dich das Wichtigste, wenn es um die Zusammenstellung deines Teams geht, der Leute, die immer mit dabei sind? Ja, ich denke, jeder hat so seine Qualitäten, auf diese sich natürlich auch konzentrieren. Und das ist für mich auch wichtig, dass so jeder seinen Part hat, wo drin er einzigartig ist. Hast du gerade während der Verletzungszeit auch mal überlegt, mit einem speziellen Mentaltrainer oder Trainerin zusammenzuarbeiten oder habt ihr das so im Team gelöst? Nee, das haben wir mehr im Team gelöst. Also ich denke, wir sind von der Persönlichkeit alle sehr ähnlich. Wir ticken sehr ähnlich, wir denken sehr ähnlich. Und das war in dem Sinne so mein Mentaltraining. Ich habe offen mit meinem Team kommuniziert, auch wie ich mich fühle. Da gab es natürlich auch nicht so schöne Zeiten, aber die haben mir immer den Rückhalt gegeben und so bin ich auch dann letzten Endes da durchgegangen. Viele Faktoren also für ein erfolgreiches Comeback. Welche Rolle spielt die Tatsache, dass du ja schon mal ganz oben dabei warst und genau weißt, wie es sich anfühlt, sich mit den Besten zu messen? Ja, eine sehr große, aber für mich ist das der Anreiz oder gibt mir auch sehr viel Selbstvertrauen, dass ich einfach schon mal auf dieser Ebene war. Also ich weiß, was mich erwartet, ich weiß, worauf es ankommt und das spüre ich jetzt auch von Turnier zu Turnier, dass ich dieses Gefühl schon mal hatte. Und und ich denke, so erarbeite ich mir auch dieses Gefühl wieder. Ein Anreiz sicherlich auch, da warst du ja auch schon ein Teil der deutschen Fed-Cup-Mannschaft. Hast da schon Erfolge gefeiert? Wie sehr juckt es da in den Fingern, da wieder zurückzukommen? Ja, sehr. Also mich macht es besonders stolz, für Deutschland zu spielen. Bis jetzt habe ich ja persönlich noch nicht gespielt selber und das ist auf jeden Fall ein großer Traum von mir. Wir haben eine Fed-Cup-Spielerin getroffen und zwar heißt es jetzt eine Minute mit Julia Görges. Wie ist deine Zielsetzung jetzt über den Sommer? Es ist nicht so einfach, die so zu formulieren. Natürlich schaue ich auch natürlich ranglistenmäßig, dass ich es jetzt schaffe, nach den Protected Rankings sozusagen auch diese Platzierung zu erreichen, dass ich auch so wieder in den WTA-Turnieren starten kann. Ich denke, ein gutes, realistisches Ziel, was aber dennoch nicht einfach zu erreichen ist, ist die Qualifikation von den US Open zu schaffen. Da denke ich, muss ich schon über den Sommer noch relativ erfolgreich für spielen. Ja, und so spielerisch natürlich versuche ich von Match zu Match wieder an das Niveau zu kommen, was ich halt vor meiner Verletzung hatte. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, die Mischung zu finden aus, sich ehrgeizige Ziele zu setzen, aber doch ein bisschen zurückhaltend zu sein. Hast du Geduld neu gelernt während der Verletzungspause? Ja, schon. Also ich sehe das mittlerweile ein bisschen mit einer größeren Brille, aber ich glaube, von Natur aus bin ich dennoch ein sehr zielstrebiger und manchmal auch ungeduldiger Mensch. Ja. Jemand, der auch sehr, sehr geduldig sein musste, weil er lange verletzt war, das ist Cedric Marcel Stäbe. Den haben wir auch besucht und zwar zu unserer 30-Sekunden-Challenge.